Ja, vielen Dank. Schon mal vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben ein relativ strammes Programm vor. Ich denke, ich werde auch die 1,5 Stunden etwa benötigen. Dann deswegen fangen wir auch gleich an mit dem Thema. Moment, ich muss hier gerade mein Mikro lauter. Ja, mein Mikro ist noch ein bisschen zu leise, höre ich gerade. Genau, jetzt geht's los. Zuerst zu meiner Gliederung. Ich habe das in 5 Punkte unterteilt. Einmal eine Einleitung, das heißt, was ist überhaupt Energie? Ich sage auch was zum Wirkungsgrad und was für konventionelle Energieformen gibt es derzeit in Deutschland. Der zweite große Block ist dann über erneuerbare Energien. Was ist da derzeit Stand der Dinge in Deutschland? Dann auch ein kleiner Exkurs Richtung Energiepolitik. Das heißt, was machen andere Länder besser wie wir oder was machen vielleicht auch andere Länder schlechter wie wir? Was können wir von anderen Ländern vielleicht noch lernen? Und dann kommt das große Kapitel ja Klimawandel. Wo ist derzeit Stand der Dinge? Wie weit ist es wirklich fortgeschritten? Und am Schluss möchte ich auch noch in 20, 25 Minuten wirklich konkrete Lösungsansätze geben, was wirklich jeder von Ihnen machen kann oder zumindest teilweise umsetzen kann. Jetzt zu meiner Einleitung. Woher kommt eigentlich das Wort Energie? Wenn wir da anfangen, das ist ein griechisches Wort und kommt von Energeia und bedeutet so viel wie wirkende Kraft oder das Treibende. Ja, Energie kann nicht erzeugt werden, sondern wird immer nur umgewandelt. Sie kennen das vielleicht von der Schule her. Sie haben immer, wenn Sie jetzt einen Skater oben an der Halfpipe stehen haben, dann haben Sie oben kinetische Energie, E-Pod, wird dann umgewandelt in kinetische Energie, Bewegungsenergie. Also wird immer umgewandelt. Oft sind da dann Verluste dabei. Das ist dann oft auch einfach nur Wärme. Wenn ich mir jetzt angucke, beim Wirkungsgrad, Sie sehen es hier bei einer typischen Glühbirne, was ist ein Wirkungsgrad? Ist immer diese Energie, die ich dann wirklich haben möchte. Bei dem, was ich dann ja eben betreibe. Bei der Beispiel Glühbirne ist ein schlechtes Beispiel. Die hat ja, deswegen gibt es sie auch nicht mehr. Die hat nur einen Wirkungsgrad von 5%. Der berechnet sich immer durch die Leistung vom Nutzen durch den Aufwand. Wenn ich jetzt 100% elektrische Energie reinstecke, dann kommt eine Verlust von Leistung von 95% raus. Und das, was ich haben will, ist nur 5%. Also habe ich einen Wirkungsgrad bei der Glühbirne von 5%. Dann gab es aber auch Studenten, wie das Glühbirnenverbot kam. Die haben dann gesagt, Mensch, wir verkaufen die Glühbirne als Heatball, also als Heizung. Dann dreht sich das Ganze um. Dann haben sie nämlich 95% Wirkungsgrad und nur 5% ist dann der Verlust. Und zwar ist es dann in Form von Licht. Beim Kohlekraftwerk habe ich nochmal als Beispiel drin, sieht es so aus. Ja, Sie haben Wirkungsgrad, also wieder oben die E-Nutz durch E-Zu. Haben Sie dann insgesamt etwa einen Wirkungsgrad von 40%. Die heutigen Kohlekraftwerke, moderne Kohlekraftwerke, erreichen maximal so 43%. Aber es gibt auch noch sehr viele alte, auch in Polen ist noch sehr viel mit Kohlestrom. Da gibt es auch nach wie vor Kohlekraftwerke, die mit nur 30% Wirkungsgrad zugange sind. Wenn wir beim Thema Energie bleiben, dann kennen Sie einen Energieausweis. Das geht dann, Sie kennen es vielleicht auch vom Kühlschrank her. Immer grüner Bereich ist gut, wenig Energie, roter Bereich ist schlecht, braucht dann eben viel Energiebedarf. Und Energieausweis, der sagt es beim Haus an, das ist dann, ist gut für die Kostenabschätzung zur Beheizung von den Gebäuden. Da habe ich dann jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel, sehen Sie hier, hat das Haus einen Energiebedarf von 187 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt, dieses Haus braucht für die eine Fläche, für diesen einen Quadratmeter 187 Kilowattstunden. Wenn Sie jetzt umrechnen, das kommt in dem Vortrag noch öfter vor, wenn Sie jetzt noch eine alte Ölheizung haben, dann hat ein Liter Heizöl hat ungefähr 10 Kilowattstunden als Faustzahl, hat ein bisschen mehr, aber gehen wir mal von 10 Kilowattstunden aus. Dann können Sie es sehen, dann braucht hier diese eine Quadratmeter, brauchen Sie etwa 18, beziehungsweise die Heizung hat ja auch noch Verluste, brauchen Sie 20 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Wenn Sie jetzt ein KfW-gefördertes Haus haben, gab ja früher KfW-Förderung, etwa KfW 70 oder 55, 45, ich glaube 30 gibt es mittlerweile auch, dann sagt diese Zahl aus, dass Sie ja eben im Beispiel 70, dass dieses Haus 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr benötigt.
Das hier ist ganz interessant, da könntest du mal gucken, ob es auch hier rausfinden, bei der Seite Geo Osnabrück Thermal. Da gab es mal vor 4-5 Jahren eine Thermografiebefliegung. Das heißt, Sie können Ihr Haus, wenn Sie in Osnabrück ein Haus haben, sehen, welche Abwärme geht verloren durch nur das Dach. Natürlich muss man das auch ein bisschen zu interpretieren wissen. Wenn ich natürlich eine kalte Halle habe, wenn die nicht beheizt ist, dann kann natürlich keine Wärme durchgehen. Aber wenn Wärme durchgeht, dann sehen Sie hier sehen Sie hier den Erich-Remeink-Ring, sehen Sie hier. Dann haben wir hier einen Bereich, der ist sehr viel rot. Was könnte das sein? Das ist Kabelmetall. Das hat dann sehr viel Abwärme eben durch die Metallherstellung. Wenn mich jetzt viele beim Energieeinsparen reden immer nur von Strom. Wir müssen Strom einsparen, das ist auch richtig und auch wichtig. Aber das größte Potenzial beim Klimaschutz schlummert eigentlich in den noch nicht sanierten Wohnhäusern. Also da ist eigentlich noch der größte Bedarf da. Wenn wir uns jetzt so ein mittleres Haus anschauen, nicht ganz toll, aber auch nicht schlecht, dann könnte man jetzt einsparen, Dach und Wände hat man ein großes Potenzial, ist aber natürlich eine sehr teure Maßnahme. Wenn ich jetzt Fenster, Heizung und Keller ist etwa gleich hier bewertet, dann würde ich an Ihrer Stelle, wenn Sie einen Keller haben, würde ich mit dem Keller anfangen. Aus dem Grund, das können Sie selber machen. Sie müssen einfach nur ein Dämmmaterial unter die Kellerdecke klemmen, hat etwa eine Einsparung von 10-11%. Und Sie können aber, es hat nicht nur einen Vorteil der Energieeinsparung, sondern es hat auch den Vorteil, Sie haben einfach mehr Komfort. Wenn Sie dann am Couchtisch sitzen, Sie bekommen keine kalten Füße mehr vom Keller, sondern Sie haben einfach auch wärmere Füße. Das ist ein Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. Wie lange gibt es noch fossile Energieträger? Wenn ich mir das anschaue, in meiner Schulzeit, das ist jetzt ja grob 40 Jahre her, da hat es immer geheißen, Erdöl hält noch 50 Jahre. Wenn man es heute guckt, gut, es ist eine etwas ältere Quelle von 2000. Hier hält Erdöl dann auch noch demnach für etwa 25 Jahre, je nachdem, wie hoch halt der Preis ist. Wenn man sagt, in 50 Jahren wird es wahrscheinlich immer noch 50 Jahre halten, aber das sind wir vielleicht dann bei 10 Euro der Liter, das weiß man heute nicht. Erdgas ist die Prognose etwas größer. Man muss jetzt dazu sagen, dass derzeit die Arktis ziemlich am Schmelzen ist, zumindest in den Sommermonaten, und dass da jetzt dann man vermutet, dass da etwa ein Drittel aller Erdgasvorkommen unter der Arktis noch liegt, vom derzeitigen Stand aus. Steinkohle, Braunkohle, sehen Sie selbst, gäbe es noch lange, sollten wir aber möglichst in der Erde lassen. Uran. Das ist auch nicht unendlich, also es gibt es nach Prognose auch nur noch so gut 20 Jahre, 25 Jahre, aber die noch nicht entdeckten Vorkommen, da ist die Prognose noch relativ groß. Wenn Sie gucken, ich habe mal die Zahl rausgesucht, ein Kilogramm, also beim Öl haben wir gerade gehört, hat man 10 Kilowattstunden bei einem Liter und bei einem Kilogramm Uran bekommen Sie etwa 24 Megawattstunden, also 24 Millionen Kilowattstunden raus aus einem Kilo Uran. Ich habe Ihnen mal die Karte noch aufgezeigt. Wie sieht es überhaupt hier aus in Deutschland? Einfach die typischen konventionellen Kraftwerke. Sie sehen hier, 7 Atomkraftwerke haben wir hier noch in Deutschland. In Frankreich sind es übrigens noch 58 und USA 98. Und man sieht hier noch die Braunkohlekraftwerke hier in der Niederlausitz, hier im Osten. Und dann hier ist noch ein Teil der Braunkohlekraftwerke. Und Steinkohlekraftwerke gibt es noch relativ viele, auch in ganz Deutschland verteilt. Hier haben Sie mal einen Überblick über Atomkraft in der Europäischen Union. Wie viel Atomenergie wird eigentlich in Deutschland noch produziert? Sie sehen einmal ja klar hier Frankreich mit dem größten Brocken mit 379 Terawattstunden. Das war jetzt das Jahr 2017. Und Sie sehen aber auch, wir sind gleich an zweiter Stelle. Obwohl wir schon seit 18 Jahren aus der Kernenergie aussteigen, haben wir immer noch 72 Terawattstunden im Jahr 2017 produziert. Spanien ist hier noch vorhanden und Schweden noch, gut, Finnland, die bauen sogar noch, wenn Sie hier sehen, dieses schwarze Zeichen hier, da werden sogar noch Atomkraftwerke gebaut. Großbritannien ist auch mit 64 Terawattstunden noch viel beteiligt und auch Slowenien, Slowakei, Bulgarien, diese Länder. Atomausstieg beschlossen, das ist hier, sehen Sie, eine Legende, hat hier Deutschland, Schweden und Spanien und Belgien auch.
Wie alt sind denn die Atomkraftwerke, die es noch gibt hier in Deutschland? Wenn Sie hier sehen, alles mal über 31 Jahre, wenn Sie es zusammenzählen, das hellorange und das dunkelorange, kommen Sie insgesamt auf etwa 60% ist älter als 31 Jahre von den Kernkraftwerken. Ich weiß damals, wo ich gearbeitet habe, hat einmal in der Landtechnik war ein Stefan, da hat ja ein Abteilungsleiter gesagt, Atomenergie heißt deswegen Restrisiko, weil es einen den Rest gibt. Deswegen das nur so als kleine Ironie. CO2-Ausstoß der konventionellen Kraftwerke im Vergleich. Da schauen wir uns vielleicht nur mal hier oben die Zahlen an. Das ist jetzt umgerechnet auf 1000 Kilo Steinkohleeinheiten. Also es ist jetzt nur ein Vergleichsmaßstab, wie viel CO2 aus diesen Energieformen kommt. Wenn Sie sehen, ist Braunkohle mit 3,25 am schmutzigsten. Dann gefolgt von Steinkohle. Also wenn ich jetzt sage, nur mal Kohle, Pi mal Daumen, hat dann 3 Tonnen CO2 bei 1000 Kilogramm Steinkohleeinheiten. Erdöl ist hier ist etwas günstiger mit 2,3 und Erdgas, ich habe es dann sogar mal umrandet, kommt etwa nur die Hälfte an CO2 raus. Das heißt, wenn wir jetzt ja mehr Erdgas ersetzen würden und Braunkohle reduzieren würden, könnten wir schon den Klimazielen etwas näher kommen. Oder Sie können auch sehen, wenn Sie jetzt einen Diesel fahren mit Erdöl und steigen dann um auf dem Erdgasauto, dann können Sie auch die Emissionen schon um ein Drittel senken, nur dass Sie die Technik wechseln von Öl auf Gas. Zu meinem zweiten Kapitel, erneuerbare Energien, das zweite von 5. Sie sehen jetzt hier, ich kann auch mal kurz was zu den Bildern noch sagen, das hier ist der höchste Windpark, der steht in der Schweiz, im Kanton Wallis. Das sind Anlagen mit knapp über 2 Megawatt. Größere Anlagen kann man da nicht hinbauen, weil man das Ganze auch hochtransportieren muss, die Pässe hoch. Bei den LKWs, die werden dann in so einem Fall, werden diese Flügel nicht längs transportiert, sondern werden dann wirklich so schräg hochkant, dass man wirklich um die Ecken kommt, sonst könnte man das hier nicht hochtransportieren. Ja, hier eine Wasserkraftschnecke, das ist eher für kleinere Anlagen geeignet. Das Problem ist bei Wasserkraft, dass wir da relativ ausgeschöpft sind in Deutschland. Aber sobald alte Anlagen dann wieder neu gebaut werden sollen, dann gibt es riesige Probleme, Genehmigungsverfahren, dass dann oft die Betreiber dann aufgeben, weil sich dann solche Verfahren immer 8 bis 10 Jahre ziehen. Das ist dann oft ein Problem. Solche Systeme sind für 80 Jahre haltbar. Und ist sogar fischschonend. Also wenn da ein Fisch durchgeht, macht ihm gar nichts aus. Also solche Anlagen sind leider nicht weit verbreitet. Könnte man aber regional in Süddeutschland bestimmt noch mehr machen. Was ist überhaupt erneuerbare Energien? Ja, es sind Energieträger, die praktisch unbegrenzt zur Verfügung stehen und schnell und auf natürliche Weise sich erneuern oder regenerieren können. Dazu zählt einmal der Mais als Biomasse für Biogasanlagen, sage ich später nochmal was dazu. Dann gehört natürlich Holz dazu, in Form von Scheitholz, Pellets oder auch Hackschnitzel. Dann haben wir Geothermie, oberflächennahe oder Tiefengeothermie gehört dazu. Dann gehört dazu Wasserkraftanlagen und dann auch die Meeresenergie oder Wellenenergie auch genannt. Dann haben wir klar die Sonnenenergie, Solarenergie, aber auch zur Wärmeerzeugung von Warmwasser. Dann Bereich Windenergie ist auch der größte Bereich, das sehen wir dann gleich. Und was die wenigsten wissen, jetzt werden Sie überrascht sein, auch die Müllverbrennung zählt zu den erneuerbaren Energien, weil es immer wieder nachkommt. Ich finde es ein bisschen abstrakt, ein bisschen konfus, aber es zählt da dazu, weil es immer wieder nachkommt. Also wenn Sie viel Müll produzieren, das ist jetzt ironisch gemeint, dann erzeugen Sie viel erneuerbare Energien. Wie sieht es aus in Deutschland im letzten Jahr? Das ist jetzt das komplette Jahr 2018. Sie sehen hier die ersten 4 Stufen, die sind die konventionellen Kraftwerke mit Kernenergie, Braunkohle, Steinkohle und Gas. Da hatten wir nach wie vor die größte Erzeugung mit 131,4 Terawattstunden aus Braunkohle. Wenn wir uns jetzt die neuen Erneuerbaren angucken, da haben wir hier Wasser, Biomasse, Wind und Solar. Da ist dann hier die Windenergie der größte Anteil, ist also sogar direkt nach der Braunkohle. Wird sich irgendwann umdrehen, aber wird noch 2-3 Jahre vermutlich dauern. Kernenergie und Steinkohle sind ja auf dem gleichen Level mit 72 Terawattstunden, gefolgt dann von Gas.
Und wenn wir jetzt nochmal uns die Seite angucken bei den Erneuerbaren, da ist dann Biomasse und Solar ist gleich auf. Also wir haben derzeit wirklich, ja, Solar war sogar lange Zeit so, dass Biomasse sogar mehr Strom produziert hat als Photovoltaik. Mittlerweile sind wir da auf gleichem Level. Ja, und deswegen wird zwar immer von der Bevölkerung immer als Vermeißung der Landschaft immer wird immer sehr negativ gesehen, aber es erzeugt wirklich derzeit genauso viel Strom wie die Photovoltaik. Das darf man nicht ganz unterschätzen und ist auch noch grundlastfähig. Das ist der Strom, der immer gleich da ist, mit dem ich dann auch rechnen kann. Wenn ich das jetzt vergleiche, 2018 gegenüber ein Jahr vorher, wie hat sich das verändert? Das ist natürlich auch immer ein bisschen wetterabhängig. Kernenergie hat sich nichts getan. Wir schalten erst Ende des Jahres wieder ein Atomkraftwerk ab. Braunkohle, gemessen an der Menge, haben wir eigentlich auch nicht wirklich viel reduziert. Steinkohle haben wir reduziert und auch Gas haben wir reduziert. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Man hätte jetzt, solange wir die Erneuerbaren nicht mehr ausgebaut hätten, hätten wir meiner Meinung nach Braunkohle wesentlich mehr rausnehmen müssen und dafür lieber kurz in der kurzfristig Gas erhöhen. Wasserkraft ist gesunken, nicht weil die Anlagen kaputt gegangen sind oder weil die Anlagen schlecht geworden sind, nein, sondern weil das ist schon, sind schon die ersten Auswirkungen vom Klimawandel, weil wir einfach weniger Regen hatten im letzten Jahr und dadurch hatten wir auch einfach weniger Wasser in den Flüssen. Deswegen haben wir hier weniger Strom aus Wasserkraft produziert. Biomasse ist gleich geblieben und Wind und Solar ist gestiegen. Wind war wirklich noch Zubau in dem letzten Jahr. Dieses Jahr sieht schlecht aus. Das sage ich am Schluss noch was dazu. Und bei Solar ist mit Sicherheit einer der Gewinner des Klimawandels. Und wir haben dann mit Sicherheit in diesem Jahr mehr. Einfach die Hälfte ist da, denke ich, dem Zubau geschuldet und die andere Hälfte ist bestimmt den heißen, sehr sonnigen Sommer geschuldet. Hier das Gleiche nochmals gucken, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern hier, wenn Sie nochmal rechts gucken, also nochmal zusammenfassend zu sagen, wir haben jetzt derzeit im letzten Jahr hatten wir gut 40% aus erneuerbaren Energien und immer noch 60%, knapp 60% aus konventioneller Energie. Ich habe letzte Woche nochmal ein bisschen Literatur gelesen, ganz neue. Da haben sie dann gesagt, dass das erste Halbjahr sind wir derzeit sogar bei 44% in diesem Jahr. Also wir konnten es nochmal ein bisschen steigern. Hier ist nochmal die Entwicklung dargestellt von Jahr zu Jahr. Die Farben sind die gleichen geblieben. Hier sehen Sie einen kleinen Einbruch. Was war da los? Das war hier Fukushima. Das war die Zeit, wo man dann einige Atomkraftwerke dann abgeschaltet hat. Und hier nach und nach hat man dann nochmal eins irgendwie abgeschaltet. Deswegen wirkt es jetzt so, als wenn die Braunkohle zurückgeht. Ist aber nicht, sondern die ist sehr stabil geblieben in den letzten Jahren. Steinkohle hat sich ein bisschen reduziert. Ja gut, Gas ist das hier, geht mal rauf, mal ein bisschen runter. Und hier sehen Sie die Windenergie, wie die dazukommt, gerade die letzten 3-4 Jahre. Gerade auch der Offshore-Bereich wurde vor 4 Jahren ziemlich stark forciert. Und hier die Solarenergie obendrauf. Das ist mal das ganze Jahr aufgezeichnet, jeden Tag, was an erneuerbaren Energien produziert wurde. Also jeder Strich ist dann ein Tag. Hier sehen Sie zum Beispiel hinten, da war der größte Tag, hatten wir einmal einen Tag, da gab es 75% aus erneuerbaren Energien. Aber es gab natürlich aber auch Tage, den sehen Sie hier vorne, da gab es nur 15,5% aus erneuerbaren Energien. Da war dann wahrscheinlich weder Wind noch Sonne. Das heißt, hier hatte ich nur Wasserkraft und Biomasse vermutlich als erneuerbare Energie. Aber im Schnitt eben bei gut 40, eben momentan bei 44%. Wenn ich mir die monatliche Windstromerzeugung anschaue, also welcher Strom kommt aus dem Wind, dann ist es auch mal für ein Jahr jetzt aufgezeichnet, das letzte Jahr 2018. Februar ist ein bisschen untypisch, hätte höher sein müssen. Aber Sie sehen hier, wenn wir hier schauen, bei dieser Höhe, bei knapp 15 Terawattstunden, dass ich immer im Januar und im Dezember, da habe ich die meisten Strom aus Windenergie. Und man muss auch wissen, dass im Sommer, im jetzigen Monat, im Juli, das ist da etwa, wenn wir hier schauen, rüber gucken, bei 5. Also man fällt etwa mit der Windenergie im Sommer auf ein Drittel der Leistung wie in den extremen Wintermonaten zurück. Umgekehrt ist es bei der Sonne. Da müssen Sie aber auch hier nochmal den Maßstab beachten. Vorhin hatten wir knapp 15 gehabt, hier sind wir bei 6, also auf niedrigerem Level.
Wir haben da ja hier den höchsten, auch in dem jetzigen Monat, war es zumindest 2018, kann sich immer ein bisschen ändern. Und hier sehen wir, dass hier in den Wintermonaten, gerade wo es umgekehrt ist mit der Windenergie, haben wir den geringsten Erzeugung aus Photovoltaik. Und es geht hier nicht auf ein Drittel zurück, das können Sie sich merken, sondern auf 10% etwa nur der Leistung. Also ich habe hier nur 10%. Wenn ich das Ganze jetzt kombiniere, eben die Windenergie plus die Solarenergie, dann sieht es so aus, wenn man jetzt mal Februar herausnimmt, dann sehen Sie hier, dass hier eigentlich die installierte Solarleistung zu klein ist. Also man müsste wirklich noch mehr Photovoltaik haben, wenn man hier ein einheitlicheres Bild haben wollte. Wir tun immer noch sehr viel exportieren, das ist die unteren Kurven, viel nach Niederlande, Österreich, Schweiz, etwas nach Polen, ein bisschen nach Tschechien und Dänemark und tun Strom importieren. Das waren dann so typische Tage, wie wir gesehen haben, mit den 15%. Der kommt aus Frankreich, das ist natürlich dann in der Regel dann Atomstrom. Aber wenn man das hier sieht, was wir die letzten Einnahmen hatten, was wir für riesige Einnahmen hatten, nur durch Stromverkauf, wir haben hier praktisch knapp, fast 2000 Millionen Euro immer eingenommen, jedes Jahr. Das war dann vor allem Braunkohle. Dann könnte man meiner Meinung nach wirklich 2-3 Kraftwerke könnte man ohne Probleme abschalten. Man dürfte halt nicht so viel verkaufen und man müsste wahrscheinlich, es gäbe dann Tage, wo man dann ein bisschen mehr zukaufen müsste. Aber 2-3 Kohlekraftwerke abschalten wäre meiner Meinung nach kein Problem, auch nicht für die Versorgungssicherheit. Der jährliche Zubau bei der Photovoltaik, wie sieht der aus? Was kam da immer dazu? Da sehen Sie, dass hier gerade von 12 nach 13 abgefallen ist und dann nochmal nach 14 sehr stark abgefallen ist. Das lag daran, dass die Einspeisevergütung, also wenn man den Strom verkauft aus Photovoltaik, dass der da sehr stark gefallen ist. Sehen wir gleich weiter hinten noch bei den Preisen. Ist dann aber wieder leicht angestiegen, nicht weil wir bessere Preise bekommen haben, sondern einfach weil die Module mittlerweile so günstig sind, dass sich es dann doch wieder rentiert. Oder auch Richtung Eigenstrombedarf sich auch lohnt. Dann gehen auch wieder viele Richtung Ost-West-Ausrichtung, dass man eben eine höhere Zeitspanne hat, wo man seinen Strom selber nutzen kann. Wenn ich mir das beim Wind anschaue, dann sieht das Ganze so aus. Also der Maßstab, wenn ich nochmal zurückzippe, war hier 7 und hier ist es 6, noch was, ist also sehr ähnlich. Das sehen Sie hier gerade im Jahr 14, 15, 16 und 17 wurde die Windenergie sehr stark ausgebaut. Und im letzten Jahr war es schon verhaltener. Und derzeit wird, wenn wir hier den Maßstab gucken, hier ist die Leistung von 1 Gigawatt. Es wird erwartet im Jahr 2019, dass wir hier nur 1 Gigawatt im Onshore-Bereich, also auf dem Land, ausbauen. Und weil auch derzeit ist etwa 1 Gigawatt vor Gericht, also wird beklagt. Deswegen wird da im nächsten Jahr ein ziemlicher Einbruch sein. Und Offshore wird noch was gebaut, da sind wir bei 1,4 Gigawatt. Das ist eine typische Woche, eine Winterwoche. Sie sehen hier einmal von, ich gehe mal vielleicht mal von unten nach oben. Einmal blau ist die Wasserkraft. Und die brummt eben die ganze Zeit durch. Dann grün ist die Biomasse, rot ist die Kernenergie. Das ist im Prinzip die Grundlast, die dann immer läuft. Sie können aber auch da schon mal sehen, dass dann die Biomasse und Wasserkraft ist etwa fast so viel wie der Atomstrom. Dann kommt Braunkohle, das Hellbraune und das Dunkelbraune ist dann Steinkohle. Und dann das Orangeliche, das ist dann das Gas. Und diese blauen Punkte, die Sie hier sehen, das kommt immer, wird immer dazu geschaltet, immer im frühen Vormittag und am späten Nachmittag. Immer wenn die Spitze von der Photovoltaik, das ist das Gelbe hier oben, wenn die dann immer vor und nach der Photovoltaik wird es dazu geschaltet. Und Sie sehen hier der große Bereich, das ist hier erneuerbaren Energien, das ist die Windenergie. Hier sehen Sie, es war eine sehr windige Woche bis Donnerstag und danach hat der Wind abgeflaut. Und dann hat man hier, das war jetzt hier die Woche 3, und dann hat man hier wieder mehr Steinkohle dazu genommen. Und was man auch noch typisch sieht, Samstag, Sonntag ist immer weniger Energiebedarf, weil da einfach die Industrie weniger Leistung braucht. Das war jetzt eine typische Winterwoche. Jetzt schauen wir uns mal die erste Juliwoche an. Das sieht dann so aus. Unten hat sich eigentlich nicht so viel getan. Hier wieder Wasserkraft, Biomasse, Atomenergie, Braunkohle ist etwas weniger und Steinkohle auch. Gas hat man noch ganz gut zugeschaltet, hier wieder die Pumpspeicherkraftwerke, das Blaue.
Wind war gar nicht so unwindig in dieser Zeit, also war eigentlich für Sommerverhältnisse sogar ganz gut und sogar relativ gleichmäßig. Und was man jetzt hier schön sehen kann, was wir vorhin gesehen haben mit dem, ja, was, wann, welcher Monat wie viel bringt. Sie sehen, gerade im Sommermonat ist dann Photovoltaik dann wirklich ja, stark vertreten. Wenn man jetzt nochmal zurückzippt, das war Winter, die gelben Punkte, sehr klein. Und hier ist es dann doch wesentlich größer, weil ich eben das Zehnfache rausbekomme im Vergleich zu den Wintermonaten. Jetzt habe ich nochmal eine Grafik mir zusammengestellt, das ist jetzt ist eine eigene Darstellung. Wenn ich das jetzt umrechne, bei biogenen Festbrennstoffen vor allem, welches Heizöläquivalent, das heißt, welche Menge Heizöl entspricht 1 Hektar Anbaufläche. Ich will gar nicht auf alles eingehen, aber wir picken uns mal 2, 3 Sachen raus. Das hier ist Miscanthus, es ist ein schnell wachsendes Gras. Da bekomme ich etwa 6.000 Liter, da ja, entspricht 6.000 Liter Heizöl. Und damit könnte ich jetzt also befeuern, so mittelschlechte Häuser, die brauchen etwa 2000 Liter Öl, also ich könnte damit 3 Häuser etwa heizen. Ja, kurz Umtriebsplantagen, aber warum wird es trotzdem, man sieht es eigentlich nicht sehr oft, diese Miscanthus, aus dem Grund, ich muss natürlich als Landwirt die Technik haben und was ich auch noch haben muss, einen riesigen Lagerraum, weil die Dichte ist nicht so hoch, also ich bekomme da unendliche Schüttmengen zusammen und bei der Verbrennung brauche ich auch spezielle Technik, weil Miscanthus tut bei wesentlich weniger Temperatur verbrennen, sodass ich dann Probleme habe mit der Technik, dann ist der Ascheerweichungspunkt niedrig, dann bekomme ich Probleme mit der Schlacke und das ist eben alles nicht so einfach zu handeln. Kurz Umtriebsplantagen, bin ich auch bei gut 5000 Liter und wird aber auch nicht so oft gemacht noch. Das ist einmal auch die Probleme, dass ich dann die Technik als Landwirt brauche und zum anderen ist auch eine kleine rechtliche Hürde. Ich kann kurz Umtriebsplantagen darf ich nur 20 Jahre nutzen. Dann muss es wieder Acker sein, sonst ist es Wald, sonst darf ich das später nicht mehr als Ackerland nutzen. Und jetzt sehen wir hier noch, darauf will ich noch hinaus, hier sehen wir jetzt Mais Biogas. Das sieht man ja relativ häufig, aber es schneidet hier relativ schlecht ab. Warum wird es dann doch gemacht? Aus dem Grund, weil Biogas macht ja Strom und Wärme und Strom ist ja eine wesentlich höherwertige Energie als nur Wärme. Bei Biogas kann man grobe Faustzahl sagen, bekomme ich raus 3 Fünftel Wärme und 2 Fünftel ist etwa Strom. Deswegen wird es doch gemacht, weil ich eben Biogas eben auch Strom produziere und damit kann ich vieles mehr machen als mit nur Wärme. Jetzt habe ich die gleichen Sachen nochmal drin, nur ein anderer Maßstab und habe hier nochmal die grüne Spur, habe Photovoltaik mal dazu gelegt. Sie sehen, dass dann Photovoltaik, wenn ich das jetzt umrechne in Heizöläquivalenz, dass ich hier bei 29.000 Liter bin. Also das ist wirklich, Photovoltaik ist sehr effektiv. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in ja, Breitengrad Berlin, das dürfte bei uns sehr ähnlich sein, eine Platte haben, die ist dann so groß, 1 Meter mal 1,60 Meter, da kommt in Berlin im Schnitt kommt eine Dauerleistung von 43 Watt raus. Wenn Sie jetzt dann ja, die Nacht abziehen würden, dann wären Sie bei 80 bis 100 Watt tagsüber. Wenn Sie jetzt Fahrrad fahren, dann schaffen Sie das gerade auf Dauer. Also Sie haben praktisch, wenn Sie eine Platte zu Hause haben, haben Sie einen Radfahrer, der immerzu ja, mit 100 Watt strampelt tagsüber. Also darf man nicht unterschätzen, was da rauskommt. Ja, das heißt immer, ja, Energie oder eben die Anbaufläche. Jetzt gibt es kombinierte Systeme, wo man dann, das sind Versuche aus Süddeutschland, wo man beides kombiniert hat. Ja, Photovoltaik hat man auf 5 Meter aufgeständert, habe die Module im größeren Abstand gelassen, sodass noch Regen und Licht durch kann und habe darunter angebaut, und zwar Kleeweizen, Kartoffel und Sellerie. Und dann hat es interessante Ergebnisse gegeben im ersten Jahr. Man hat hier Ertragseinbußen gehabt von knapp 20%. Also man hatte dann trotzdem 80% ernten können unter diesen Flächen. Und man hatte auch etwa 80% der Leistung von der Photovoltaik. Wenn ich das jetzt nochmal vergleiche hier, wenn ich ja, Hektar Weizen habe oder Hektar Solarstrom, habe ich ja 100% Weizen oder 100% Solarstrom, habe ich hingegen das Ganze kombiniert, dann kann ich insgesamt 160 Weizen ernten und 160% Solarstrom. Zu meinem dritten Thema, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde rum, das passt ganz gut. Energiepolitik. Ja, momentan ist ja Bundesministerium für Naturschutz und nukleare Sicherheit die Frau Schulze. Frau Hendricks war mal dran, Altmaier, kennt man alle, Röttgen, Trittin, Merkel war es übrigens auch mal. Aber jetzt ein drittes Kapitel von den 5.
Zur Einspeisevergütung. Ich wollte noch mal was zu dem Preis sagen. Wenn der Landwirt oder der Privatmann Strom ja verkauft aus erneuerbaren Energien, dann bekommt er das vergütet. Bei Windenergie ja, fallen die Preise ständig. 2000 noch 6 Cent für die Kilowattstunde und ging dann bis auf im Jahre 2017 auf 4,5 Cent. Bei Biogas, ja je nach, ja, wie heißt es wieder? Je nach, ja, je nach Programm. Ja, entsprechend war dann eben auch die Preise mal höher oder niedriger. Und bei Solar, da habe ich dann sehr hohe Preise erst gehabt. Und hier sehen Sie, das waren dann die Zahl, der Einbruch, wo wir vorhin gesehen haben, der Knick von dem Jahr von 2012 auf 2013, wo dann der Einbruch war, weil ich dann nur noch 12 Cent für die Kilowattstunde bekommen habe. Und derzeit zahlen wir etwa, das kommt noch, knapp 30 Cent für die Kilowattstunde. So ging es weiter, also Wind wurde nochmal reduziert und Biogas kamen neue, sehr viele verwirrende Regeln, will ich auch nicht auf alles eingehen, nur so viel, dass es, wenn Sie heute eine Biogasanlage sehen, die jetzt vor 10 Jahren gebaut wurde etwa, sind zwischen 8 und 12 Jahren sind die gebaut worden, die hatte etwa eine Leistung von 500 kW. Und die haben dann etwa einen Flächenbedarf gehabt, so von 180 bis 200 Hektar. So als Anhaltswert. Und jetzt ist eigentlich für die Landwirte nur noch so kleine Anlagen interessant. Sie haben dann 75 kW und da darf ich nur noch 20% Mais reinfüttern. Der Rest muss dann wirklich Gülle sein, sodass dann wirklich die Vermaisung mit Sicherheit weniger wird, wenn es nur noch diese Anlagen dann sind. Aber die anderen, die sind etwa auf 20 Jahre die Preise gesichert. Die werden etwa noch so 10 Jahre betrieben und dann muss man einfach mal sehen, was danach passiert. Das ist die Strompreisentwicklung. Sie sehen, im Jahr 2000 haben wir noch 14 Cent bezahlt. Heute zahlen wir im Jahr fast 30 Cent. Also ist ganz schön gestiegen. Und jetzt wollte ich auch nochmal sagen, was machen denn die anderen Länder? Wir haben so in Deutschland, wir haben ja bisher noch keine CO2-Abgabe. Die Folie hatte ich schon vor einem Jahr, also das ist schon länger in Diskussion. Aber was machen denn die anderen so? Die Schweizer? Die haben zum Beispiel 84 Euro, müssen die bezahlen je Tonne CO2 und für Heizöl. Also das heißt, die zahlen 22 Cent mehr pro Liter Heizöl und Treibstoffe und Strom ist aber noch befreit. Und ein kleineres Beispiel, was hier nur regional den Kanton Basel-Stadt betrifft, ist aber ein interessanter Ansatz, finde ich. Die gehen aus von der Person, wenn eine Person 1300 Kilowattstunden Strom verbraucht, davon gehen die aus. Die bekommen dann Jahresguthaben von 65 Franken und wenn die dann mehr wie diese 1300 Kilowattstunden benötigen, dann müssen die nochmal zusätzlich 5 Frappen bezahlen für die Kilowattstunde obendrauf. Und wenn sie weniger brauchen wie diese Grenze von 1300, dann bekommen sie was von diesem Kuchen von den 65 Franken zurück. Also wer viel verbraucht, zahlt dann auch mehr. Wer weniger braucht, wird dann belohnt und kriegt ein bisschen was ab. In England, wie sieht es da aus? Da haben wir seit 2013 hat man ja besteuert CO2 mit 20 Euro plus zuzüglich bis zu 10 Euro Emissionshandel. Und seitdem das passiert ist, ging der Preis, also die Kohlestromerzeugung ging rapide zurück. Wenn man sich das anschaut, es ging zurück innerhalb von 5 Jahren von 143 Terawattstunden auf 23 Terawattstunden. Und Ziel für dieses, in Großbritannien ist, dass man bis 25, das ist gar nicht mehr lange hin, komplett aus der Kohlestromproduktion aussteigt. Ja, wie machen die das? Die kochen ja auch nur mit Wasser. Also die haben wirklich den Offshore-Bereich massiv ausgebaut und zum anderen wirklich Erdgas mehr höher gesetzt und dafür Kohlestrom wirklich wesentlich reduziert. Aus dem Grund ist dann eben der Gas attraktiver, wenn ich CO2 besteuern muss. Ja, Beispiel Frankreich, was machen die? Da ging es los im Jahre 2014 mit relativ günstigen 7 Euro pro Tonne CO2 und wird jedes Jahr erhöht um 10,40 Euro. Und derzeit sind wir bei 55 Euro je Tonne. Und es wird dann gesteigert bis zum Jahre 2022. Da wird es dann eingefroren, der Betrag, mit 86 Euro je Tonne CO2. Gut, irgendwann ein großer alter Spruch, aber immer noch gültig. Beim Klima gibt es keinen Plan B, weil es keinen Planeten B gibt.
Man hier noch ein kleines negatives Beispiel. Polen, ja, hat sehr viel Kohlestrom, Steinkohle, Braunkohle, ja, fast 75%, ja, 18,8% Erneuerbare. Und da ja, regt sich auch langsam der Widerstand. Und zwar auch Klimaaktivisten treffen sich, so wie unsere Gruppierung auch, die Scientists for Future. Also auch da tut sich langsam ja, was bewegen in der Bevölkerung. Zum Thema Klimawandel. Vielleicht bevor wir da anfangen, ist vielleicht erstmal das Prinzip Effizienzi first. Sollte jeder sich zum Herzen nehmen. Die sauberste und günstigste Energie ist die, die erst gar nicht erzeugt, transportiert oder gespeichert werden muss. Also einfach ja ein bisschen Bescheidenheit wäre manchmal gar nicht schlecht. Oder auch der Herr Dr. Steppen Thomas sagt, auch vom Wuppertal-Institut, die Energieeffizienz ist der schlafende Riese der Energiewende. Ich habe mal die Zahlen, die Grafik hier selber gebastelt, von den Zahlen von dem Umweltbundesamt. Das waren die letzten paar Jahre, ja, die CO2-Emissionen. Was hat sich da geändert? Ja, nicht viel. Also es hat sich also nicht viel geändert, ist gleich geblieben. Wir sind etwa auf dem Level von 800 Millionen Tonnen CO2. Schon seit Jahren. Dieses Jahr ist, glaube ich, wieder ein bisschen runtergegangen, aber sehr wenig. Wenn wir uns jetzt anschauen, ja, wie sah das Wetter aus vor 20.000 Jahren, also in der Eiszeit. Das ist jetzt nur symbolisch Berlin, also dargestellt. Wenn wir uns das anschauen, hier die rote Kurve, wir sind jetzt hier beim Jahr gut 2000 und die Temperatur war vor 20.000 Jahren oder vor 22.000 Jahren war 3,5 Grad kälter auf dem Planeten. Und man sieht auch hier gleichzeitig, dass hier auch mit steigender Temperatur der Meeresspiegel gestiegen ist, und zwar um 120 Meter. Also früher war das Meer wesentlich flacher wie heute. Was man hier auch schön erkennen kann, dass halt wirklich die Temperatur jetzt in kürzester Zeit ja sehr stark angestiegen ist und wir wirklich die Temperatur, wenn wir es ja auf 1,5 Grad begrenzen müssen. Manche sprechen von 2 Grad, aber 1,5 Grad wäre wirklich mit Sicherheit die sinnvollere Variante. Viele sagen, ja, es wird ja gar nicht wärmer, warme und kalte Jahre gab es schon immer, aber wenn Sie diese Grafik anschauen, das ist seit der Temperaturaufzeichnung Mittelwert in Deutschland. Man hat angefangen 1881 das aufzuzeigen. Das war hier ja, die Temperatur Anfang der Aufzeichnung. Und mal vielleicht nochmal zur Erläuterung der Grafik. Je niedriger die Säule ist und je dunkelblauer, desto kälter ist das Ganze. Und je ja, dunkleres Rot das Ganze ist und je höher die Säule, desto wärmer ist das Ganze. Man sieht hier eindeutig, gerade die letzten 10, 15, 20 Jahre ist es wirklich wärmer geworden. Man sieht hier auch, das letzte Jahr 2018 war mit Abstand das wärmste Jahr. Es gab zwar immer mal wieder kältere Jahre, es gab auch früher mal auch hier, man sieht hier auch mal wärmere Jahre, aber hier ist eindeutig zu sehen, dass es wärmer wird. Das ist noch eine ganz interessante Grafik, im ersten Moment ein bisschen verwirrend, aber wenn man es erklärt, ist es gar nicht so schwer. Hier sehen Sie einmal im Uhrzeigersinn die Jahreszahlen von 80, 90, 2000, dann bis 2018. Und hier sehen Sie jetzt das monatliche Eisvolumen in 1000 Kubikkilometern vom Meereis. Also alles Eis, was im Meer ist, von der ganzen Welt, in Kubikkilometer, in 1000 Kubikkilometer. Und Sie sehen hier in den Wintermonaten, das ist hier die blaue Kurve, also Ende des Winters, ist das die Eismenge. Und das Rote ist die Eismenge im Sommer. Sie müssen sich vorstellen, das schwankt immer zwischen Winter und Sommer. Also die Eismenge ist im Winter immer groß, im Sommer immer kleiner. Das ja, pulsiert praktisch wie fast ein Organ, kann man sagen, an der Antarktis. Und Sie sehen hier, wenn wir jetzt nur mal die blaue Linie anschauen, da ist hier alles noch relativ stabil. Hier kann man sagen, ab dem Jahr 98 ging wirklich die Eismenge, die winterliche Eismenge, merklich zurück. Und das Gleiche, wenn wir uns die Sommersituation anschauen, dann sehen Sie hier bei 95 ging die Eismenge zurück. Ja, man kann also sagen, wirklich spätestens ab Jahr 2000 ging die Eismenge zurück. Wenn ich jetzt Grönland mir anschaue, jedes Jahr schmilzt Eis von 300 Kubikmetern von Grönland. Und es entspricht etwa dieser Eismenge, was die gesamten Alpen haben. Also die fünffache Menge wie die Alpen schmilzt jedes Jahr in Grönland. Und würde Grönland komplett, ja das inländische Grönland, da ist abschmelzen, würden ja das Meer um 7 Meter steigen. Hier die Grafik, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Dann ist aber gar nicht mehr lange hin. Wenn man hier die Jahreszahl 2100, sind die Prognosen, dass wir wirklich Temperatursteigerungen, wir sind ja hier auf dem roten Pfad, dass sie dann Ende des Jahrhunderts 4,5 Grad sich erhöht, was jetzt erst noch so klein und harmlos wirkt. Aber wenn Sie mal den Maßstab angucken, ich habe jetzt mal einen Kringel rumgemacht, dann wird auch das Meer steigen. Also es steigt jetzt heute schon, aber nicht nur um 10, 20 Zentimeter, sondern es wird hier dann wirklich 3-4 Meter steigen. Und Sie können sich ja vorstellen, was es dann mit diesen Städten an Küste ist und was es dann auch für eine Auswirkung haben wird auf die ganzen Flüchtlingsproblematik auf der ganzen Welt. Weil es wird nachher noch mehr Klimaflüchtlinge geben. Derzeit sind ja jetzt schon 2/3 Klimaflüchtlinge und dann gibt es ja 95% Klimaflüchtlinge wahrscheinlich. Hier nochmal die Ziele der Bundesregierung, ist hier der rote Pfad. Hier sehen Sie die Kohlendioxidemissionen, ist der rote Pfad. Das hier ist die bisherige Entwicklung in Deutschland, die hier am Anfang konnte man noch gut mithalten, dann eben diese Stagnation. Und hier hinten ist der geplante Kohleausstieg. Also wenn der Kohleausstieg jetzt früher käme, wenn man den hier dran setzen würde, dann kämen wir wenigstens der Ziele der Bundesregierung etwas näher. Aber so sind wir wirklich meilenweit davon entfernt. Und ein Reduktionspfad, um diese 1,5 Grad einzuhalten, sagt der Professor Quaschning aus Berlin, müssten wir diesen Weg, den grünen Weg, einnehmen. Wer sind denn die größten Emissionsverursacher weltweit? Da ist dann China an erster Stelle, dann gefolgt von USA, Indien. Indien macht aber momentan sehr viel, weil die merken jetzt schon, dass der Klimawandel sie sehr stark betrifft. Russland, Japan und wir sind hier an sechster Stelle. Deutschland mit dem größten CO2-Ausstoß an der sechsten Stelle. Hier sehen wir es nochmal, die emissionsbedingte Rate, wie sie sich steigert. Vor allem hier, man sieht, gerade nach dem Krieg, nach 1945, noch mehr Industrie, Bevölkerungswachstum, da ist dann wirklich die emissionsbedingten Emissionen gestiegen. Und hier ist der CO2-Gehalt, der ist dann auch in dieser Zeit gerade dann hier auch sehr stark angestiegen. Jetzt sagen immer viele Menschen, ja Mensch, aber CO2 ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja nur ein ganz kleiner Anteil, ist ja nur hat nur 400 ppm, aber es hat dennoch einen großen Einfluss. Das ist zwar nicht wissenschaftlich, aber probieren Sie mal sehen, das ist auch nur eine ganz kleine Menge, wird aber auch sehr viel Einfluss bei Ihnen haben. Wenn Sie jetzt der Klimaforscher Mohib Latif, der sagt, auch bei den Planeten sieht man das von der Atmosphäre her. Klar macht der Abstand zur Sonne, hat einen großen Einfluss, aber auch die Atmosphäre. Wenn ich jetzt beim Mars schaue, der hat so gut wie keine Treibhausgase, der ist relativ kalt, 120 bis plus 20 Grad. Übrigens, wenn wir in Deutschland kein CO2 hätten, also gar keins, wäre auch schlecht, dann hätten wir minus 12 Grad Durchschnittstemperatur hier in Deutschland. Und wenn man sich jetzt die Venus anguckt, die ist zwar näher, aber man kann das trotzdem rausrechnen, dann haben wir hier eine 95% CO2 und haben hier Oberflächentemperaturen von über 400 Grad. Ja, da muss man sich fragen beim Konsum, Mensch, muss ich denn wirklich immer alles haben und kaufen? Hier sehen Sie in der Mitte mal das größte Containerschiff, was derzeit gebaut wird. Jetzt halten Sie sich fest, ich weiß auch nicht, wie die da reinpassen, aber das Schiff fasst 20.600 Container, kann dieses Schiff fassen. Und pro Container kann man mal mit Schuhkartons rumspielen, passen 3.500 Schuhkartons rein. Also man könnte mit diesem Schiff 72 Millionen Schuhe transportieren. Jetzt weiß man, warum einfach der Transport nichts kostet. Also dann ist es Centbeträge, wenn ich irgendwie Schuhe aus China hier kommen lasse. Ja, muss ich immer in Urlaub fliegen, ist vielleicht mal eine andere Frage, die man sich auch stellen kann, aber erst nochmal zurück zu den Containerschiffen. Wenn ich gucke, die haben ja Schweröl, ist etwas 3500-fache Schwefelgehalt im Vergleich zu Diesel. Wenn ich nur die Stickoxide betrachte, habe ich 13% gemessen an den Weltemissionen allein die Schifffahrt. Und die globale Handelsflotte, sehen Sie hier, sind derzeit 50.000 Schiffe. Wenn jetzt die Schifffahrt, diese Container, wenn das ein Land wäre, dann wäre das an Platz 7, also direkt nach Deutschland vom siebtgrößten Klimaverursacher. Wie sieht sowas aus? Ich habe hier, können Sie mal gucken, beim Marinetraffic. Das ist eine Aufnahme, die habe ich genau vor einer Woche, sah das so aus, diese Transporte. Sie sehen hier, grün sind die Containerschiffe und rot die Öltanker. Also es ist immer unheimlich viel, das ist jetzt kein Sammelsurium von Schiffen, sondern es ist wirklich eine Momentaufnahme, wie es genau vor einer Woche war. Und wenn Sie heute sehen würden, wäre es wahrscheinlich genauso oder sehr ähnlich. Das Gleiche kann man auch machen für Flugzeuge, das war auch genau vor einer Woche.
Ja, da kann man sich auch fragen, muss ich denn überall immer hinfliegen? Das Thema können wir gleich noch ein bisschen näher beleuchten. Also auch hier können Sie gucken, wenn ein Bekannter in Urlaub fliegt, können Sie bei Flugradar 24 gucken, Mensch, fliegt das Ding noch oder ist es abgestürzt? Also Sie sehen dann, das ist ja auch das ganz langsam in Bewegung. Wenn ich die Flugpassagierzahlen anschaue weltweit, dann habe ich hier bei 2000, ja im Jahr, muss ich mal meine Brille aufsetzen hier, etwa 90 hatte ich 1 Milliarde Passagiere weltweit. Heute, 27 Jahre später, im Vergleich zu 90, bin ich beim Vierfachen an Fluggästen. Ja, man sagt, ja gut, Luftfahrt ist 2% beteiligt, klingt erstmal harmlos an den globalen Emissionen, aber da die Flugzeuge in großer Höhe die Abgase ja absetzen, ist es dann, und mit den Kondensstreifen und eben hohen in der Ozonschicht, ist es dann doch mit 5% am Treibhauseffekt verantwortlich, die Fliegerei. Prognose, ja, sieht nicht gut aus. Also ausgehend von heute eine Verdopplung bis 35 und eine Vervierfachung bis 50. Und die nächsten 20 Jahre ist eine Verdopplung der Flotte von Flugzeugen auf 48.000 Flugzeuge weltweit prognostiziert. Ja, hier nochmal ein Beispiel, hier ist so ein typischer Airbus A320-200. Der braucht eine Stunde laut Herstellerangaben 2.700 Liter. Und beim Starten wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache. Und ja, bisher ist ja keine Steuer auf Kerosin. Und internationale Flüge sind mehrwertsteuerfrei. Wenn man das jetzt, was wäre denn, habe ich mal durchgespielt, wenn man das Ganze jetzt besteuern würde bei Kerosin und man würde Mehrwertsteuer erheben. Wenn ich jetzt so Billigflieger, Entschuldigung, anschaue, München, Berlin, Hamburg, Paris oder Köln, Mallorca, kriege ich zwischen 35 und 40 Euro, kein Problem. Dann käme hier oben drauf, ich bleibe jetzt mal nur in der letzten Zeile, kämen noch 79 Euro oben drauf, wenn ich ja besteuern würde Kerosin, weil es hier die größte Strecke ist. Und wenn ich jetzt noch, ja, was viele Klimaschützer fordern, 80 Euro je Tonne CO2, wie es ja in manchen Ländern schon gibt, haben wir ja gesehen, würde dann auch 12 Euro drauf kosten, dann würde dieser 40-Euro-Flug unten, würde dann 131 Euro kosten. Und USA-Flug würde sich natürlich erheblich verteuern. Was kann man machen? Ja, man kann eigentlich nicht viel machen. Das Erste ist wirklich vermeiden, einfach nicht fliegen, wenn es geht. Das Zweite ist vermindern. Wenn Sie halt fliegen wollen und müssen und ja, Ihnen ist es so wichtig, dann einfach wenigstens vermindern. Fliegen Sie vielleicht nicht jedes dritte Jahr in Urlaub, vielleicht nur jedes sechste Jahr. Das hilft dann auch schon. Dann gibt es immer Leute, die sagen, Mensch, ich kaufe ja Zertifikate im Emissionshandel. Dann kann ich ja mein Gewissen freikaufen. Das ist aber leider auch nicht der Fall. Es war jetzt ein Test vor kurzem, da sind 14 Firmen getestet worden, sind 13 durchgefallen. Und die hatten dann im Durchschnitt hatten die einen Preis, also wenn dann Bäumchen gepflanzt wird und dergleichen, von 1 Euro je Tonne CO2. Also es ist dann wirklich, wenn sie das machen, ist zwar ein bisschen Gewissenberuhigung, aber es ist dann doch eher im Bereich Homöopathie, würde ich es fast nennen. Was kann man tun? Ja, 1 und 2 vor allem. Das habe ich schon erwähnt. Und Videokonferenzen, vielleicht bei Geschäftsleuten wäre denkbar. Man weiß zum Beispiel im Jahr 18 hatten wir 36% Geschäftsreisende und jeder vierte Geschäftsreise wäre eventuell ersetzbar. Klar, wenn man sich persönlich sieht, ist immer besser, aber man könnte vielleicht auch durch Videokonferenzen was machen. Was hier nicht drauf steht, ist das ja lecker, wenn Sie zum Marktplatz gehen, kaufen eine Flugananas oder eine Flugmango, dann hat die natürlich eine extrem schlechte Klimabilanz. Sie haben jetzt zum Beispiel, wenn Sie eine Tonne transportieren auf einer Schiene 100 Kilometer weit, brauchen Sie auf der Schiene 8 Kilowattstunden. Und beim Flugzeug brauchen Sie 294 Kilowattstunden, also fast das 30-fache an Energie. Und wenn man noch die Entfernung berücksichtigt, also braucht man da wesentlich mehr. Was kann man noch machen? Die Inlandflüge einfach vielleicht, wenn man sie nicht verbietet, vielleicht andere die Bahnen so attraktiv machen, dass es dann doch wieder interessant ist. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel die Strecke von Berlin nach München. Da ist nach der Einführung von dem ICE-Sprinter, wenn Sie jetzt hier nur diese graue Sache vergleichen, nach der Einführung haben Sie hier die Bahnreisenden verdoppelt. Also es wurden dann doppelt so viele Bahnreisende sind dann dazugekommen, nachdem die Strecke vernünftig, einfach schnell und attraktiv war. Weil mit Ein- und Auschecken und zum Flughafen kommen, das braucht ja auch seine Zeit, bin ich auch nicht schneller. Thema Fleisch, ja, das ist immer so eine Sache, da sagen immer viele, na Mensch, ess doch kein Fleisch mehr, dann ist ja total viel Einfluss auf den Treibhauseffekt. Das sage ich, ja, hat's, aber auch nicht so viel, wie die meisten immer denken.
Deswegen hier ein kleines Rechenbeispiel. Jeder Deutsche isst 59 Kilogramm Fleisch. Und man weiß, dass Schweinefleisch frisch bis Rindfleisch gekühlt ist, dann das schlechteste, einen CO2-Abdruck hat zwischen 3 und 14 Kilogramm CO2-Äquivalent für die gesamte Produktionskette. Und wenn ich mir jetzt das Ganze hochrechne, ja, wenn ich jetzt den Mittelwert nehme, wie es dann vom Essen her wäre, mal die 59, kommt dann jeder Bundesbürger auf 300, wenn er eben durchschnittlich Fleisch isst, auf 324 Kilogramm CO2. Und in Deutschland, wenn man es alle deutschen Bürger, würden dann 26,6 Millionen CO2 durch Fleischkonsum ja, produzieren. Wenn ich jetzt durchspiele das Spiel, dann wäre vielleicht eine Senkung, eine Halbierung realistisch. Mit dieser Halbierung sage ich jetzt Ihnen nochmal ein paar andere Beispiele. Wenn man jetzt eine Senkung hat, wie es die Treibhausgase, wie man es vom Gesetzgeber hier fordert, um 80% senken bis 2050, dann würde der halbe Fleischkonsum mit dem Klimaziel 1,1% näher kommen. Oder noch andere Beispiele, wenn jetzt Braunkohle ist sehr schmutzig in der Erzeugung, entstehen 1000 Gramm CO2 je Kilowattstunde, bei der Windkraft nur 24 Gramm CO2. Dann würde der Austausch, wenn ich jetzt 2% Braunkohle durch Windstrom ersetze, würde den halben Fleischkonsum in Deutschland ersetzen. Oder, ich mache das ein bisschen schneller, Ökostrom würde sich dann 3,3-mal das Ganze verbessern. Und jetzt hier nochmal ein Beispiel vom Fliegen her. Wenn ich nach Gran Canaria fliege, ist jetzt gar nicht so weit, 4000 Kilometer, dann habe ich einen 12,5-malfachen Fußabdruck im Vergleich zum Fleischkonsum. Jetzt habe ich dann, nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen, Fleisch hilft schon, Klima zu reduzieren. Hier nochmal, also es hilft weniger Fleischkonsum, reduziert die zwei Emissionen, ist richtig. Aber andere Maßnahmen sind wesentlich effektiver. Und jetzt möchte ich hier noch auf die Bühne bitten, Felix Pretznik, der ist hier auch in unserer Gruppe zugange und er ist Vorsitzender der Osnabrücker Biodiversitätsgespräche. Und er sagt, sie ist Biologe und sagt das nochmal aus der Sicht des Biologen. Oder mach es doch einfach so. Ja. Nochmal zwei Folien und dann mache ich wieder weiter. Genau, ist jetzt quasi nur so ein kurzer Einschub. Ja, also im Prinzip möchte ich mit dem Thema Fleischkonsum jetzt ein Beispiel aufmachen, das wir eben schon gehört haben. Beim Thema Klimawandel, und das ist ja auch das Thema der Vortragsreihe hier, kann man durchaus sagen, dass der Fleischkonsum hier nicht so relevant ist. Aber, und ich finde, das ist etwas, bei dem man sich eben auch bei Flugreisen oder bei diesen ganzen anderen Thematiken Gedanken machen sollte, der Klimawandel ist eins der größten Probleme, mit dem wir uns momentan konfrontiert sehen, aber auch nicht das einzige. Und das möchte ich jetzt quasi an diesem Beispiel Fleisch einmal durchgehen. Und da sehen wir zum einen einmal das Problem, dass enorme Landflächen verbraucht werden für die Produktion tierischer Produkte. Tierische Produkte schließt jetzt eben Milch, Eier und so weiter auch ein. Und wenn wir hier in die Grafik schauen, sehen wir, mehr als 80% der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden für die Produktion tierischer Produkte verwendet. Aber lediglich 18% der von den Menschen verbrauchten Kalorien und lediglich 37% der Proteine werden durch Tiere gedeckt. Man kann also durchaus von einer sehr ineffizienten Weise sprechen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und davon ausgehen, wenn man das umstellen würde, und ich rede jetzt hier nur über einen übermäßigen Konsum, wie er leider in den meisten westlichen Ländern mittlerweile verbreitet ist, könnte man hier erhebliche Landflächen gewinnen. Und ein typisches Argument, was man immer mal wieder hört, ist, ja, okay, aber auf allen Flächen, man kann ja auch nicht auf allen Flächen Nutzpflanzen anbauen, die direkt von Menschen konsumierbar sind. Es gibt ja Flächen, da wächst nur Gras. Und da möchte ich als Biologe dann auch einfach sagen, nein, dem ist nicht so. Da wächst zum Beispiel auch sowas. Ja? In Mitteleuropa wäre das jetzt hier ein Birken-Eichen-Mischwald, der früher fast ganz Niedersachsen bedeckt hat, den man hier mittlerweile kaum noch findet. Auf anderen Kontinenten ist es vielleicht tropischer Regenwald. Das sind natürlich keine Ökosysteme, wo man jetzt Nahrung draus gewinnen kann für Menschen. Aber das sind Ökosysteme, die Ökosystemdienstleistungen erbringen. Das kann Reinigung der Luft sein, das kann Reinigung des Wassers sein, das kann auch einfach die Bereitstellung genetischer Ressourcen für Medikamente,
für alle möglichen Dinge sein. Diese Ökosystemdienstleistungen kriegen wir von der Natur umsonst. Da müssen wir nichts für bezahlen. Aber wenn wir es bezahlen müssten, dann wären diese Ökosystemdienstleistungen würden einem Wert entsprechen, der das Bruttoinlandsprodukt der Menschheit um ein Weites überschreitet. Und um jetzt nochmal wieder bei dem Beispiel des Fleischkonsums zu bleiben, habe ich jetzt hier noch einige weitere Punkte aufgelistet, die da eben reinfallen. Abgesehen vom Flächenverbrauch haben wir eben auch eine erhebliche Abholzung von Flächen, was dann wieder CO2 natürlich freisetzt. Das wird in den Statistiken oft nicht aufgeführt. Wir haben einen sehr hohen Wasserbedarf in der Produktion. Das kann eben die Bewässerung von Flächen sein, das kann Trinkwasser für die Tiere sein, das kann aber auch eben schlussendlich die Produktion des Fleisches oder des Milchproduktes an sich sein. Wir haben es insbesondere auch hier in Mitteleuropa natürlich mit Grundwasserverschmutzung zu tun, zum einen durch Dünger, aber auf der anderen Seite dann eben auch durch die Gülle, die irgendwo hin muss. Und ein aus Sicht der Biologie vielleicht besonders relevanter Punkt ist, dass ein Großteil der bedrohten Arten im Kontext mit dem Anbau tierischer Produkte steht. Das ist einfach so. Und wenn man sich diese Grafik hier unten mal anschaut, die symbolisiert das, finde ich, recht schön, sehen wir hier in Blau die Säugetiere, die es auf der Erde noch gibt. 36% dieser Säugetiere sind wir Menschen. Und 60% dieser Säugetiere sind unsere Nutztiere. Lediglich 4% der Säugetiere sind wilde Tiere. Und bei Vögeln sieht es nicht groß anders aus. 70% der Vögel sind Mastgeflügel, beziehungsweise Nutzgeflügel. Also Ziervögel zählen hier auch nicht mal rein. Und ich finde, da kann jeder eine Meinung zu haben, was er davon hält, aber das sollte man sich zumindest immer wieder bewusst machen, denn Menschen sehen wir natürlich überall. Wir können uns nicht aus dem Weg gehen, wir begegnen uns im Alltag, aber die Tiere sieht man natürlich nicht. Die stehen in Ställen, die sind versteckt, auch wenn es davon hier eben wesentlich mehr gibt als Menschen. Und gerade wenn man in Kinderbücher schaut und was man für idealisierte Bedingungen auch von einer Landwirtschaft heutzutage oft zu sehen bekommt, sollte man sich das immer bewusst machen, wie groß dieser Effekt ist. Und ich weiß nicht, ja leider, ich hatte vor kurzem noch eine Grafik gefunden, die jetzt noch nicht drin ist, aber wollte ich doch kurz was zu sagen. Vielleicht ist dem einen oder anderen hier das Konzept der planetaren Grenzen bekannt. Das sind im Prinzip ökologische Schwellenwerte. Ah, ich habe gesehen, da meldet sich jemand. Das sind im Prinzip ökologische Schwellenwerte, die festgelegt wurden, die eigentlich nicht überschritten werden dürfen. Sobald diese Schwellenwerte überschritten werden, kommt man in einen Bereich, wo man sagen kann, in Ordnung, hier können wir die weitere Entwicklung nicht vorhersehen. Ja, man kommt nicht in einen Bereich, wo man jetzt sagt, der Planet wird zerstört, das Leben auf der Erde wird zerstört. So arrogant sollten wir vielleicht auch nicht sein als Menschen, uns anzumaßen, dass wir das könnten. Aber man kommt in einen Bereich, wo man sagen kann, wenn wir diese Grenzen überschreiten, dann ist ein Lebensstil, wie wir ihn jetzt führen und wie ihn jeder in diesem Raum sicherlich, mich eingeschlossen auch führt, langfristig nicht mehr möglich. Und der Klimawandel ist eine dieser Grenzen, aber auch nur eine von neun. Weitere Grenzen sind zum Beispiel das Artensterben, dass die biochemischen Kreisläufe, vor allem eben Stickstoff und Phosphor, mittlerweile aus den Fugen geraten. Und die letztgenannten beiden sind bereits überschritten. Beim Klimawandel sind wir an einem Tipping Point, dass wir sagen können, okay, wir haben die Möglichkeit, etwas zu ändern und wir sollen es auch tun. Aber man sollte sich immer ins Bewusstsein rufen, dass es eine ganze Reihe an Punkten gibt, wo angegriffen werden muss. Und diese Grenzen nicht zu überschreiten, ist vielleicht die größte Aufgabe, vor der sich unsere Art noch gestellt sieht. Und es ist sicherlich unbequem. Und ich sage einfach mal, es ist scheiße, wenn man bei jeder Entscheidung, die man irgendwie trifft und bei jeder Konsumentscheidung jetzt vielleicht nicht nur sagen muss, okay, ist das ein Problem für den Klimawandel, sondern sich auch überlegen muss, okay, ist das ein Problem für Flächennutzung, ist das ein Problem für dies und das und jenes. Und das ist auch eine Denkweise, die in unserer Gesellschaft momentan leider noch überhaupt nicht verankert ist. Und auch in der Art und Weise, wie wir Politik machen und Wirtschaften nicht verankert ist. Aber es ist eine Denkweise, die irgendwann einmal unerlässlich werden wird. Und deswegen wollte ich da einmal eben kurz darauf hinweisen, es ist nicht Thema der Vortragsreihe, es ist auch nicht Thema des heutigen Vortrags, aber es ist etwas, über das sich vielleicht jeder einmal Gedanken machen sollte. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Felix. Wir machen ein bisschen weiter. Es geht hier noch jetzt darum, jetzt ein bisschen Gedankenschnitt. Gibt es denn technische Lösungen? Es gibt Ansätze. Sie sehen hier die Firma Climeworks zum Beispiel in der Schweiz. Die ist in der Lage, das funktioniert auch, ist aber noch sehr teuer, darum wird es bisher kaum gemacht, CO2 aus der Luft zu filtern. Was kann man da mit dem CO2 machen? Einmal gut, die Versuchsanlage, die da steht, die ist dann kombiniert mit einem Gewächshaus. Das heißt, der CO2 wird dann aufgenommen von den Pflanzen, wird als Dünger verwendet, wäre möglich für die Getränkeherstellung. Oder was der interessanteste Ansatz wäre, es gab letztes Jahr einen Gründerpreis, hat eine Firma gewonnen, war damit am ersten Platz, glaube ich sogar, oder zweiten, die hat aus CO2 Treibstoff hergestellt. Und dann könnte sich das Ganze ergänzen. Was kann so eine Anlage? Das hier ist die Versuchsanlage, hier an Stelle 3, die ist in der Lage, pro Tag knapp 2500 Kilogramm CO2 zu entfernen. Man bräuchte jetzt, das klingt jetzt viel, ist auch viel, um 1% der Luft zu senken. Also wir sind derzeit, hier sehen wir es nochmal, bei 400 ppm. Sogar leicht drüber, 410. Wir bräuchten dann 250.000 solche Anlagen, um 1% zu senken. 1%, dann sprechen wir hier von 4 ppm. Das heißt, man könnte durch diese Anlagenanzahl das 2 Jahre zurückdrehen, die Uhr. Aber es ist halt nicht sehr viel, aber wäre möglich. Hier sehen Sie es nochmal, in 10 Jahren haben wir 20 ppm Erhöhung. Derzeit sind wir eher, weil die Kurve hier steiler wird, eher bei 2,2. Hier sehen Sie auch immer schön die Schwankungen vom Winter und Sommer, diese Zacken. Jetzt zu meinem letzten Kapitel. Was kann jeder tun? Das ist natürlich nicht ganz so ernst gemeint, dieser Ansatz. Das Erste, was ganz wichtig ist, das wäre dann etwa wie ein Solarpanel, wenn Sie immer einen haben, der immer da zu Hause das tritt, aber immer zu. Dann können Sie aber auch ein Photovoltaikpanel kaufen. Was ja jeder machen soll, das ist ganz wichtig. Vielleicht nicht so wie hier. Jeder soll sich erstmal an die eigene Nase fassen. Das wäre ganz gut. Also nicht, dass es hier falsch, sondern wirklich schön wäre, wenn sich jeder erstmal an die eigene Nase fasst, was er machen kann. Und dann sagen ja immer viele, oh Mann, das wird ja teuer. Da muss ich ja mein Haus komplett dämmen oder muss eine Photovoltaikanlage kaufen. Aber es gibt auch gleich billigere Ansätze. Also es wird nicht so teuer wie in diesem Beispiel bei dem letzten Herrn. Der hat natürlich jetzt dann Pech gehabt. Jetzt vielleicht mal, bevor wir jetzt anfangen, wer von Ihnen, würde ich gerne um Handzeichen bitten, es muss hier auch keiner hochkommen in der Bühne, wer von Ihnen kennt seinen Stromverbrauch? Bitte mal die Hand hoch, den jährlichen. Ja, das ist jetzt mal, ich schätze mal, ja, so maximal 30%, eher weniger. Die 30% können jetzt mal gucken, wo sie sich wiederfinden. Hier ist eine Liste hier mit dem ganzen Haus. Wer ein Haus hat, findet sich dann hier oder eine Wohnung, dann hier unten. Da ist natürlich noch ein Unterschied, ob ich dann ja, mit Strom das Wasser produziere, warm mache oder eben ohne Strom. Ich selbst zum Beispiel bin ja in der ersten Spur zu Hause. Da ist dann ja 1300 wäre hier sehr günstig, bis ja 4000 wäre dann sehr hoch. Ich selber habe zu Hause einen Stromverbrauch von 600 Kilowattstunden. Also ich habe hier die Hälfte von ab und erzähle Ihnen jetzt, ja, wie man das machen kann. Ich habe auch einen Fernseher, ich habe auch einen Kühlschrank mit 2 Gefrierfächern, habe auch einen Holzspalter, habe auch einen Backofen. Also man kann aber dann trotzdem nur wenig brauchen. Das vielleicht nochmal, das weiß zwar hier schon jeder, wir gehen es trotzdem mal kurz durch. Weniger Konsum, Kaufverhalten, Flugreisen bitte beachten, das haben wir gerade vorhin ausführlich behandelt. Ja, Wäsche auf der Wäscheleine trocknen, so banal wie es klingt, machen viele immer noch nicht. Dann ja, mehr Strecken mit dem Fahrrad oder E-Bike fahren, da kommt am Schluss noch ein schönes Beispiel. Mehr mit Gas kochen beim durchschnittlichen Strommix. Der Gas, man hat dann wirklich Wirkungsgrade von ja, gut 90%, ich habe die Hitze direkt am Topf und muss nicht erst über ein Kohlekraftwerk das umwandeln, wo ich dann 30-40% Wirkungsgrad habe. Kann sein, dass sich das mal in 20 Jahren ändert. Wenn wir nur noch Ökostrom haben, dann macht es vielleicht wieder Sinn, mit Strom zu kochen, aber momentan nur bedingt. Alte Kühlgeräte durch neue ersetzen. Warum gibt es eigentlich nicht in der Politik, wenn hier ein Politiker ist, warum gibt es nicht mal eine Abwrackprämie für Kühlschränke, die 15 Jahre alt sind? Das wäre doch mal eine schöne Sache. Hausdämmen. Wie ich es vorhin erwähnt habe, ganz am Anfang, Kellerdecke würde ich anfangen, das ist eine billige Maßnahme, kann jeder selber machen, bringt etwa 10-11%
Einsparung und Fernsehgerät nicht zu groß wählen, da aufs Energielabel achten. Was immer viele nicht wissen, die vergleichen immer Energielabel mit Energielabel, aber das ist immer, gilt immer nur für die eine Größe. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, ein Porsche Cayenne zum Beispiel ist in der Energieklasse D und braucht nur schlappe 9,2 Liter im Drittelmix und ein Fiat Panda, der ist in F, also zwei Klassen schlechter und braucht 5,5 Liter. Also es gilt dann wirklich nur für diese Größe. Das gilt auch beim Fernseher nur für diese Größe und es gilt auch bei der Waschmaschine nur für diese Größe. Also wenn Sie jetzt eine 10-Kilo-Maschine haben, machen die aber immer nur halb voll. Dann ist es dann auch kein A-Plus mehr. Oder A++. Zum ersten Tipp. Das kostet fast gar nichts. Und zwar, wenn Sie hier große Wärmeverlust haben bei Ihrer Heizung mit ungedämmten Wasserrohren oder am besten ja Heizungsrohre. Hier habe ich jetzt nur ein Foto von Wasserrohren. Aber es gibt immer noch Heizungen, da fehlen dann immer Stücke von, ja, von der Isolierung. Ist zwar der Keller schön warm, kann mich dann Wäsche aufhängen, aber ich habe da wirklich unheimliche Verluste. Man sollte Stärken nehmen, die mindestens so groß sind wie das Rohr selbst. Besser natürlich dicker. Was bringt sowas? Sowas bringt eine Einsparung pro Meter Dämmung etwa 9,5 Liter. Also Sie können einfach mal zur Heizung gehen, langsam hin, alles was warm ist und nicht abgedeckt ist, sollten Sie abdecken. Kostet hier 3-4 Euro vielleicht so ein Meter, haben Sie sehr schnell wieder hausen. Das nächste ist, viele denken immer, ja, was ist denn der größte Energieverbraucher? Viele sagen, ja, das könnte der Herd sein oder Kühlschrank. Ich weiß nicht, jetzt habe ich es nämlich leider schon verraten. Es ist wirklich, wenn Sie ein Haus haben, oft die Heizungspumpe. Also ich selber habe ein Haus von 2005, da ist eine relativ moderne Heizung drin, auch eine Brennwerttechnik. Und dann habe ich aber eine Heizungspumpe drin gehabt, die braucht immer 40 Watt Minimum im Winter. Das heißt, ich habe 4000 Stunden im Winterbetrieb, wo die dann Minimum 40 Watt, manchmal eher 50, 60 läuft. Und eine Hocheffizienzpumpe, die gibt es schon seit einigen Jahren, die braucht wesentlich weniger Leistung, wesentlich weniger. So ist, wenn man das sieht, man hier ganz schön in der Grafik. Also es wurde hier vom Stromfresser, Sie werden es wirklich an Ihrer Stromrechnung merken, wird zum Energiesparer. Also es braucht wirklich, die alte Pumpe braucht mehr wie der Herd, wie der Kühlschrank, mehr wie die Beleuchtung oder mehr wie die Waschmaschine. Und Sie können daraus wirklich einen Energiesparer machen. Sie schreiben dann eine schwarze Null etwa nach 2,5 Jahren oder spätestens nach 3 Jahren. So eine Heizungspumpe kostet etwa 350 bis 400 Euro. Sie haben spätestens nach 3 Jahren sind Sie im Positiven. Sprechen Sie mit dem schauen Sie auf Ihre Pumpe, wenn es sich ein Wechsel lohnt, unbedingt machen. Das ist das, wo Sie am schnellsten wieder das Geld sehen. Dritter Tipp. Ja, Spartuschkopf tauschen. Es gibt ja viele Reduzierstücke, da wird dann einfach nur ja, Wasser reduziert. Das macht dann mir auch keinen Spaß zu kaufen, aber es gibt auch ausgeklügelte Duschköpfe, die dann wirklich Luft mit einwirbeln, wo man wirklich vernünftig duschen kann. Das sind dann solche Duschköpfe, die dann wirklich sich voluminös anfühlen und mit denen man wirklich gut duschen kann. Es gibt auch Modelle, die tun den Druck erhöhen, damit kann man auch vernünftig duschen. Und sie reduzieren nicht nur ihren Wasserverbrauch, das ist auch ganz schön, sondern was viel wichtiger ist, sie reduzieren vor allem die Energie, die im Wasser steckt. Weil das läuft ja ab, das ist ja dann weg, die Energie, die sie vorher dann ins Wasser reingesteckt haben. Also tauschen Sie Ihren Spartuschkopf aus. Was man wissen muss noch, wenn Sie einen elektrischen Durchlauferhitzer haben, das funktioniert leider nicht mit allen elektrischen Durchlauferhitzern, weil da eben die Durchflussmenge von 6 Litern zu gering ist. Daheim können Sie das überprüfen, nehmen einfach mal einen 10-Liter-Eimer, stellen mal die Dusche so ein, wie Sie es einstellen würden, halten dann mal drüber eine halbe Minute, nehmen den Wert mal 2, dann wissen Sie, wie viel Liter Sie in der Minute verbrauchen. Das ist ganz schön, das wissen die wenigsten. Man kann hier auch als Vermieter, wenn Sie einen Balkon haben oder ein Gartenstück, Sie können Photovoltaik. Ohne es eine große Anlage kaufen, können Sie sich ein sogenanntes Balkonkraftwerk kaufen. Das heißt, Sie haben hier eine Platte, die ist, habe ich vorhin erwähnt, 1,60 Meter groß. Es gibt auch doppelte Anlagen, haben hier einen Wechselrichter dran. Also hier kommt ja aus dem Modul, kommen hier 2 Kabel raus, das ist Gleichstrom, geht hier in den Wechselrichter rein. Der erkennt dann die Frequenz vom Netz, vom Stromnetz und den stecken Sie einfach in die Steckdose rein. Sie haben keinen Speicher, nichts, Sie tun einfach direkt den Strom, den Sie hier produzieren, verbrauchen. Ist natürlich nicht die Riesenmenge, aber Sie können so Ihren Strom, je nachdem, mit einem Modul, selbst mache 20% meines Stroms mit einem Modul, können Sie damit erreichen. Also Sie brauchen keinen Zähler, nichts und so ein Modul erzeugt etwa bei guter Lage, wenn Sie es richtig ausrichten, 200 bis 250 Kilowattstunden. Ich würde immer empfehlen, bei einem Einpersonenhaushalt ein Modul,
dann deckt es die Grundlast. Und bei 2 oder 3 oder 4 Leuten würde ich dann zum doppelten Modul raten. Hier ein paar Beispiele, hier auf dem Gartenschuppen drauf, einfach ja, Hartholzstrebe mit einer Schraube befestigt und darauf dann mit Gewindestangen einfach dieses mit Edelstahl-Windestangen einfach das Modul, Wechselrichter. Die hängt hier nicht am Modul dran, sondern wurde hier in den Gartenschuppen hineinmontiert und sie erzeugen so ihren eigenen Strom. Anderes Beispiel hier, das war ein Freund aus Kiel, der hat es hier draußen hingehängt am Balkon. Der hat es dann wieder abhängen müssen, sein Vermieter hat es nicht erlaubt, also das ist, weil das Haus so schön ist wahrscheinlich. Und er musste es dann wirklich nach hinten reinhängen, da hat er dadurch wesentlich weniger Leistung bekommen. Jetzt hat er sich ein Haus gekauft, jetzt kann er es hinhängen, wo er möchte. Aber das ist wirklich lächerlich, dann sowas zu verbieten. Aber klären Sie es bitte vorher ab, wenn Sie sowas aufhängen wollen, macht dann doch vielleicht Sinn. Hier noch ein Beispiel mit 4 Platten. Ich habe heute noch mit demjenigen telefoniert, der hat es am 5. Mai aufgebaut, diesen Jahres. Das sind natürlich jetzt diese Monate, wo am meisten Sonne ist, ist jetzt bei 310 Kilowattstunden mit diesen 4 Platten gewesen, seit 5. Mai. Wir haben natürlich schöne Vorschriften in Deutschland. Diese Anlagen müssen gewisse Normen erfüllen. Das machen sie heute aber fast alle, müssen sie aber darauf achten, aber haben nahezu alle Anlagen. Die Anlage müssen sie beim Netzbetreiber melden. Da gibt es formlose Zettel. Sie schreiben hin, ich habe jetzt so eine Anlage, bitte nehmen Sie es zur Kenntnis. Geht eigentlich relativ unproblematisch. Der nächste Punkt fällt weg, das ist nicht mehr nötig. Sie können heute wirklich eine ganz normale Steckdose nehmen. Dem Strom ist es egal, ob er über eine Spezialsteckdose eingespeist wird oder über eine normale Steckdose. Hauptsache, die Kontakte sind vernünftig. Und der Stromzähler muss eine Rücklaufsperre besitzen, sonst ist es in Deutschland nicht zulässig. Also wenn Sie hier dieses Symbol auf dem Zähler sehen, dann dürfen Sie es verwenden, anderweitig nicht. Andere Länder, Österreich, Schweiz, Holland, da sind Anlagen bis 600 Watt zulässig, also sprich mit 2 Platten. Und da muss der Stromzähler keine Rücklaufsperre haben. Also wenn der Strom dann nicht benötigt wird, dann würde hier in diesem Fall, wenn Sie wirklich mehr Strom produzieren, als Sie brauchen, würde der Zähler sogar ein bisschen rückwärts gehen in diesen Ländern, in diesem Fall. Jetzt habe ich ein kleines Stückchen Film noch vorbereitet. Den habe ich kennengelernt, der war sogar mal in meiner Vorlesung drin. Jetzt warten Sie mal, ich muss mal gucken, wie ich hier rauskomme. Wie liegt mit der Zeit? Ja, wird langsam knapp, deswegen überspringe ich die mal. Können Sie selber noch angucken. Waschmaschine, habe ich schon erwähnt, 3x plus ist am besten, das weiß mittlerweile auch jeder. Aber was die wenigsten wissen, das zählt immer nur für das Sparprogramm, das A3x plus. Es gab Untersuchungen von der Stiftung Warentest, die haben Kurzprogramme gefahren mit 60 Grad und das hat dann das Dreifache gebraucht, wie das die Waschmaschine angegeben war. Also das gilt wirklich nur für dieses Label, gilt nur für das Sparprogramm. Dann fragt man sich oft, Mensch, Sparprogramme brauchen nicht kürzere Programme, sind die nicht sparsamer? Nein, die sind nicht sparsamer. Man kann ja hinsichtlich Sauberkeit kann man 4 Schrauben drehen, einmal Waschmittel, zu wenig ist schlecht, zu viel ist aber auch schlecht, weil dann habe ich zu viel Schrauben drin, dann wird die Wäsche nicht mehr so gut gewalkt. Ja, die Mechanik, die Walken kann ich nicht ändern, das ist Trommel, wie sie ist. An der Temperatur, kennt man aus der Chemie her, 10 Grad Temperaturerhöhung, verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit und an der Zeit kann ich was drehen. Wenn ich jetzt irgendwo drehe, die Zeit verkürze, dann muss ich ja was anderes erhöhen. Und ja, Waschmittel kann ich nicht erhöhen, Mechanik kann ich nicht erhöhen, dann wird in der Regel wird die Temperatur erhöht. Also es gab auch Untersuchungen, dann haben dann Kurzprogramme, die 50 Grad angegeben waren, die hatten dann in Wirklichkeit 60 Grad, weil ich sonst eben die Wäsche nicht sauber bekomme. Also immer möglichst das Sparprogramm verwenden. Das gleiche gilt übrigens auch mit der Spülmaschine. Hier gilt auch nur das A3x Plus, wenn Sie das haben, gilt auch nur für das Sparprogramm. Dauert halt dann 4 Stunden, aber ist ja nicht schlimm, dann gehe ich halt in mein Bett und räume am nächsten Morgen die Spülmaschine aus. Zum Fahrrad noch mal 1, 2 Gedanken. Meine Empfehlung ist, man kann ja normales Fahrrad gut nehmen bis 10 Kilometer, bis 20 Kilometer das E-Bike. Und jetzt, ich fahre selbst mit so einem schnellen E-Bike jetzt oft zur Arbeit, sehen wir gleich noch als Beispiel. Da habe ich dann, ja, ist ab 15 Kilometer ganz sinnvoll. Ist gut für die Umwelt und für die Gesundheit. Man muss halt nur seinen inneren Schweinehund überwinden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Man kann wirklich gut fahren, wenn man sich entsprechend anzieht. Man wird wirklich warm, so bis 2-3 Grad plus. Bis dahin fahre ich. Drunter wird es dann auch gefährlich, wenn es dann doch glatt wird. Aber bis dahin kann man eigentlich ganz gut fahren. Ich habe letztes Jahr mir so ein Fahrrad gekauft und habe jetzt die 6000 Kilometer drauf. Also ist wirklich für mich jetzt so ein halber Autoersatz für die kurzen bis mittleren Strecken geworden.
Hier mein Beispiel. Ich wohne nördlich von Bramsche, hier in Zögeln, Hesepe, hier oben, und habe dann, ja, arbeite an der Hochschule in Haste, habe dann ein Weg ist 20 Kilometer und brauche für diese Strecke mit dem Fahrrad 31 Minuten. Mit dem Auto brauche ich etwa so 16 Minuten, also ich brauche etwa die doppelte Zeit, habe aber dann gleich insgesamt eine Stunde Sport gemacht. Energieverbrauch verschiedener Fahrzeuge. Für dieses Beispiel habe ich jetzt mal durchgerechnet, wenn Sie jetzt ein Auto haben, ja, für diese kurze Strecke ist 7 Liter realistisch bei ein bisschen älteren Diesel, brauchen Sie 29 Kilowattstunden. Hier unten stehen übrigens mal die genauen Angaben, also pro Liter Diesel 10,4 Kilowattstunden und ja 9,7 bei Benzin. Motorroller, ja, der braucht dann für die, auch ein älteres Modell, 15,5 Kilowattstunden. S-Pedelec, jetzt ist das schnelle E-Bike, brauche ich etwa nur eine halbe Kilowattstunde. Und normales E-Bike, ja, 3. Und E-Auto würde etwa bei 6 bis 8 liegen. Wenn ich jetzt mal gucke, dann habe ich jetzt, wie ich früher gefahren bin, heute viel fahre, dann brauche ich beim Auto etwa das 60-fache an Energie. Jetzt habe ich Ihnen mal das zur Demonstration mitgebracht. Das hier sind meine zwei Fahrradakkus. Die sind relativ schwer, die wiegen 5 Kilogramm. Das ist genau jeder 500 Wattstunden. Das heißt, ich habe hier eine Kilowattstunde Energie ist hier drin. Ist sehr schwer. Wenn ich mir diese zwei Fläschchen angucke, wenn das jetzt Diesel wäre, da ist jetzt Pflanzenöl drin, aber wenn es Diesel wäre, dann ist das auch eine Kilowattstunde. Das ist die gleiche Energie, was ich hier drin habe. Also, und habe aber nur 100 Gramm. Also das heißt, ich habe hier bei der E-Mobilität, habe ich das 50-fache an Gewicht. Warum funktioniert es dann trotzdem, die E-Mobilität? Aus dem Grund, weil ich wesentlich höhere Wirkungsgrade habe. Beim E-Auto bin ich etwa, habe ich einen Wirkungsgrad aufgrund des Motors bei 85% und beim Diesel oder Benziner liege ich je nach Drehzahlbereich, schwankt es ziemlich zwischen 15% und 30%. Ja, das größte Potenzial habe ich schon erwähnt, können wir ein bisschen schneller machen, in ja, Energiesparung in den noch nicht sanierten Gebäuden. Heute kann man ja heizen, auch mit Wärmepumpe ist interessant, bei Neubauten, bei älteren Gebäuden, weil dann die Energie zu wenig wäre. Ist Scheitholz ganz interessant, also ich mache sehr viel mit Holz, habe einen Landwirt, der wohnt 2,5 Kilometer weg, hat 40 Hektar Wald und der liefert mir alle 2 Jahre mal Holz und ich ja, mache dann etwa 80% meines Wärmebedarfs mit diesem Holz. Holz zählt als CO2-neutral, weil das vorher beim Wachstum gebunden wurde. Also das CO2, was bei der Verbrennung frei wird, bindet sich vorher im Holz beim Wachstum. Holzpellets ist auch eine Möglichkeit, muss man natürlich die Quelle hergucken, ob das dann aus seriöser ja, Produktion ist. Hackschnitzel ist auch eine Möglichkeit bei größeren Anlagen. Zum Beispiel wir die Hochschule in Haste, wir produzieren, ja, wir haben eine Hackschnitzelheizung, die hat 500 kW, damit wird Haste ja, geheizt, die Hochschule, und dadurch wurde auch der CO2-Fußabdruck ja merklich gesenkt. Nur wenn es dann mal unter 0 Grad geht, dann muss die alte Gasheizung mit dazukommen. Hier nochmal ein Beispiel von Dämmstoff, das ist auch bei mir zu Hause. Ich habe bei mir einen Sonderfall. Ich habe vom Wohngebäude her, habe ich auch direkt angrenzend 3 Pferdeställe. Und diese Wand dazwischen, die war nicht gedämmt. Und dann habe ich die nachträglich gedämmt mit Holzfaserdämmstoff. So als Tipp, wenn Sie so weiche Matten haben, kann man sehr gutes Küchenmesser elektrische nehmen. Kann man damit sehr gut schneiden. Und es war dann mir so, die habe ich dann aufgeständert mit Holzbalken, 6 x 8 cm und die aber dann doppelt hochkant genommen, sodass ich dann 16 cm Dämmung hatte. Die dann verschlossen mit einfach mit Holz, mit Rauschbund. So dass es damals außen habe, so meine Heizkosten senken können, um etwa ja, 12%, also ein Achtel habe ich etwa senken können. Und die Maßnahme hat, wenn ich jetzt im Selbstbau das gemacht habe, das Material hat mich jetzt damals 1.300 € gekostet. Und habe aber jedes Jahr was von, und das Treppenhaus, was sonst immer so eine kalte Ecke war, ist jetzt wirklich genauso warm, ist auch wesentlich angenehmer, wie das Gleiche mit der Isolierung von unten her bei einem Keller. U-Wertrechner ist nur so als Tipp, wenn Sie U-Wertrechner eingeben bei einer Suchmaschine, kommen Sie wahrscheinlich auf diese Seite, da können Sie ja verschiedene Materialien einfach selber eingeben, welche Stärke, und bekommen dann eben diesen U-Wert raus, wie stark dämmt diese Wand, die ich mir da selber zusammengesetzt habe. Können Sie ein bisschen rumspielen, ist ganz interessant. Ja, Prognose von biogenischen Festbrennstoffen, was kann die leisten? Ja, sagt die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, sagt, man kann dann doch Wärme etwa 23% vielleicht mal im Jahre 2050
decken. Einmal durch Energiepflanzen, eben diese ja, Miscanthus oder was wir vorhin gesehen haben, oder auch kurz Umtriebsplantagen zum Beispiel. Energieholz aus dem Wald, ja gut, landwirtschaftliche Koppelprodukte, sprich auch Stroh zum Beispiel, oder eben biogene Reststoffe ja, aus ja, den Haushalten. Wie geht's weiter? Dann haben wir es auch bald geschafft, die Reise hier. Windenergie, der Onshore-Bereich ist ein sinkender Zubau, eben nur 1 Gigawatt ist zu erwarten im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, wegen den stockenden Genehmigungsverfahren und wegen den Gerichtskosten, wegen den Gerichtsverfahren, die derzeit laufen. Offshore wird dieses Jahr noch 1,4 Gigawatt fertig oder ist derzeit im Bau, aber im Jahr 2020/21 ist keinerlei Zubau in Offshore zu erwarten und erst im Jahre 2022 wieder. Photovoltaik, wir haben ja letztes Jahr 3,4 Gigawatt gehabt, wird, denke ich, ähnlich werden, 19. Aber das Ziel, 65% aus erneuerbaren Strom zur Erzeugung im Jahr 2030, könnten wir eigentlich nur erreichen, wenn wir 5 Gigawatt zubauen würden. Das Gleiche gilt übrigens auch für Windenergie, müssten wir auch 5 Gigawatt haben. Biomasse wird etwa gleich bleiben, leichter Zuwachs vielleicht durch die kleinen Anlagen. Kernenergie, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ja, Philippsburg 2 wird abgeschaltet, aber erst Ende des Jahres, betrifft also dieses Jahr nicht mehr. Und man muss sich jetzt mal klar machen, die Bundesregierung hat 2001 den Atomausstieg beschlossen. Also es gibt hier Leute, Schüler, vielleicht auch im Publikum, die sind jetzt 18 Jahre alt, die steigen praktisch schon ihr ganzes Leben aus der Kernenergie aus. Muss man sich mal klar machen. Braunkohle, ja, ist 800 Megawatt, ist in Sicherheitsbereitschaft, also wird etwas reduziert, aber eigentlich nicht so viel, wie es, wenn man müsste. Steinkohle wird in diesem Jahr stillgelegt, 1 Gigawatt, aber es wird Dattel 4 gebaut, ist 1 Gigawatt, kommt wieder dazu. Gas, 800 Megawatt vorläufige Stilllegung, Herdecke, Gera und Werne. Meiner Meinung nach ein Fehler, ich habe es glaube ich schon 2-3 Mal erwähnt. Man müsste wirklich Gas eher im Netz lassen und lieber die Braunkohle massiver senken. Mineralöl, 90 Megawatt, ist nicht viel, hat eh wenig Bedeutung im Strombereich. Fazit, CO2-Emissionen sind rückläufig bei der Stromproduktion, aber eigentlich zu langsam. Meine wirklich letzte Folie, erstmal noch schon mal danke, aber wer von Ihnen, vielleicht noch mal bitte Hand heben, wer hat heute ein Smartphone von Ihnen? Einfach mal Hand hoch. Ja, das sieht ganz gut aus. Also das hat hier fast jeder, was ich so gesehen habe. Wir hatten vor 20 Jahren ein Smartphone gehabt. Keiner. Also man sieht an so einem Beispiel zum Beispiel, ja, das Technologiesprung, wenn man möchte, ist also in 20 Jahren durchaus möglich. Ja, vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und jetzt am Schluss noch mein letztes Bild, das kennen Sie aber schon. Nicht vergessen, sich an der eigenen Nase packen. Vielen Dank.